zu der Wache am Haupteingang zu diesem Studio. Ach, die Wachfrau? Sie ist schrecklich. Sie sagte, dass ich verdächtig aussehe. Ja, das hat sie zu mir übrigens auch schon gesagt. Nehmen Sie diese Maske ab. Das hat sie, glaube ich, gesagt. Sie leckt allen hohen Tieren im Studio die Stiefel. Aber wenn sie doch einmal... Was? Wenn sie dich einmal stolpern sieht, lässt sie dich nicht mehr in Ruhe. Sie ist so unverschämt. Würden Sie förmlich in einem Brief darum bitten, dass ich sie bitte vertrete? Natürlich. Powers Anfrage zur Gerichtsakte hinzufügen. Ich hoffe nur, dass ich damit an der Waffe vorbeikomme. So, was ist das mit dem Reden? Sieht ganz danach aus. So, mich präsentieren und bewegen. Studio Haupteingang. Präsentieren. Friss das und halt die Fresse. Meine Dame, schauen Sie, dies ist eine Anfrage von Herr Powers. Hm? Ja, tatsächlich. Ich erkenne die kindliche, grobe Klaue. Gab der Waffrau Powers Anfrage. Sein Schicksal, Jugendlichen mit so zuverlässigen Aussehen anzuvertrauen. Wirklich. Wirklich? Jedenfalls dürfen Sie durchgehen. Aber nur nach links zu den Studios. Nach rechts dürfen Sie nicht. Das ist der Personalbereich. Keiner darf rein, meine Liebe. So lautet meine Anweisung. Der gute Inspektor hat es mir persönlich gesagt. Hehe, Nick. Ja? In der Waschstation gab es Pläne. Hey, nicht schlecht. Die kosten jeweils 50 Cent. Dankeschön. Die ist so hässlich. Die ist ein Drachen. Ein Monster. Und sie sieht männlich aus. Nun, lass uns gehen, Nick. 50 Cent. Ich mag sie nicht, deswegen gehen wir weiter. Studio 1, außen. Willkommen, 16. Oktober, Eingang Studio 1. Hey. Sind Sie nicht der Mörder von neulich? Ah, der verwirrte Inspektor. Hey, mein Lieber, Sie wissen, dass Kläger Edgeworth ihretwegen sehr verärgert ist. Ich habe gesehen, wie er Tee nippte und verdrückt aus dem Fenster starrte. Stalker. Schwul. Zurück zum Thema. Na und? Hey, wenn er bedrückt ist, ist das allein Ihre Schuld, weil Sie schlampig ermitteln. Das war ganz schön gemein. Inspektor? Ich glaube, du hast deine Gefühle verletzt. Glaub ich aber auch, das war ja auch richtig hier assi, ne? Kein Taktgefühl. Oh nein, es tut mir leid. Nun, ich denke, es ist leicht, seine Gefühle zu verletzen. Sie haben recht, Kumpel. Das ist meine Schuld. Ich kann noch so sehr anderen die Schuld geben. Aber ich kenne die Wahrheit. Hey, nehmen wir es nicht so schwer. Sie ist nicht so schwer. Der nächste Fall kommt bestimmt. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Hey, was genau machen Sie beide hier? Nun ja, wir arbeiten auch an diesem Fall, mein Lieber. Ja, hey, Sie können nicht einfach so mein Lieber sagen und gehen. Das ist meine liebenswerte Charaktereigenschaft. Der ist schon so ein Charakter. Nein, er ist ein Freak. So. Die Ermittlung. Vielleicht hat er was rausgefunden. Nun, wie laufen Ihre Ermittlungen, Inspektor? Nun ja, hey. Das darf ich Ihnen nicht sagen, Jungschen. Nick, vielleicht solltest du bei deinen Fragen nicht immer ganz so direkt sein. Du hast recht, Inspektor. Dürfte ich mir mal ansehen, was Sie haben? Was ich habe? Den Autopsiebericht. Die neueste Fassung, wenn es möglich wäre. Richtig, richtig. Tut mir leid, was da beim letzten Mal passiert ist, mein Bester. Tja, den ersten Beweis gefunden. Und zur Festnahme. Warum wurde Herr Powers festgenommen? Ganz einfach, mein Lieber. Der Mord geschah direkt dort drüben im Studio 1. Nun, das Opfer betrat Studio 1 ungefähr um 13 Uhr. Zu dieser Zeit war niemand außer dem Opfer im Studio. Laut Autopsiebericht trat der Tod um 14.30 Uhr ein. Nur eine Person ging zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr zum Studio. Und diese Person war niemand anderes als Will Powers. Niemand sonst, Junge. Wenn Sie meinen, ich würde lügen, fragen Sie doch die Waffe am Haupteingang. Nein, danke.
Nick, wenn das stimmt. Jeder würde denken, dass Powers der Täter wäre, bei solchen Beweisen. Danke für diese Aufmunterung. Zu der Wachfrau. Ach, die süße alte Dame. Sie ist wirklich charmant. Was? Hä? Ich spreche mir von derselben Person? Als ich ihr meinen Dienstmarke gezeigt habe, gab sie mir einen Donut und einen Kaffee. Denke an das, was Powers gesagt hat. Sie hat eine Schwäche für Autorität. Sie hat mir sogar ein wichtiges Beweisstück gegeben. Was? Eindeutiger Beweis. Was für ein Beweis? Nun, dieses, Foto. Das Foto des Ziel-Samurai auf dem Weg zum Schauplatz des Verbrechens. Was? Was hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Sehen Sie die Kamera dort auf dem Tor, mein Lieber? Nein. Das Tor? Sie meinen das mit dem Willkommensschild? Ja, immer wenn jemand vorbeigeht, macht die Kamera automatisch ein Foto. Oh nein. Nick, er hat einen Beweis. Wir sind erledigt. Komisch, für jemanden mit einem sicheren Beweis sieht er nicht allzu glücklich aus. Was denn los, mein Lieber? Sie sehen so fertig aus. Schauen Sie nicht so fröhlich, wenn Sie das sagen. Wir würden den Mitarbeitern gerne ein paar Fragen stellen. Klare Sache, mein Lieber. Gehen Sie, wohin Sie möchten. Sie werden natürlich keine Hinweise finden, die ich nicht schon entdeckt habe. Haha. Ich bin froh, dass wenigstens einer hier seinen Spaß zu haben scheint. Nick, lass uns gehen. Wir dürfen uns frei auf dem Gelände bewegen. Das ist die Chance, sich mal umzusehen. So, gibt's noch was zu reden? Schauen wir uns mal um. Hey, hier gibt's eine Kamera. Die Überwachungskamera. Sie macht Fotos von den Leuten, die zum Studio gehen. Man muss sich nur die Daten ansehen und man erfährt, wer wohin gegangen ist. Da ist ein Nummernschild an der Kamera. ST1307. Das muss die Kennziffer der Kamera sein. Inspektor Wärmschuh, was befindet sich denn links auf dem Weg? Sieht so aus, als wäre ein Baum quer über den Weg gefallen. Ach ja, dieser Weg ist nicht mehr ungefährlich. Bleiben Sie da besser weg, mein Lieber. Da hinten gibt es sowieso nichts zu sehen. Dort war früher mal Studio 2, hat man mir gesagt. Heute wird es allerdings nicht mehr benutzt. Wow. Sonst sehe ich hier nichts Interessantes. So, jetzt können wir nur zurück. Nick, sieh mal. Diese Wachfrau ist in der Wachstation und schafft Donuts in sich rein. Ich glaube, alle Bullen mögen Donuts. Ja, und die sind weich genug, so dass sie sich nicht kauen muss. Hey, Sie! Nun, haben Sie sich schon überzeugt, dass Powers schuldig ist? Sie musste mir das Leben schwer machen, indem sie das Foto Inspektor Gamschuh gab. Fotobeweis! Warum haben Sie uns nichts von dem Überwachungsfoto gesagt, meine Dame? Ach das? Ich fand es einfach spannend, gleich mit dem Inspektor persönlich zu reden. Diese Dinge sind wichtig, verstehen Sie? Ach, gleich links von hier ist das Tor mit der Kamera, die das Foto aufgenommen hat. Das ist mein Job, die Fotos jeden Tag zu prüfen, verstehen Sie? Diese Wachstation befindet sich in zentraler Lage. Egal wohin man geht, man muss immer an der Wache vorbei. Nun, der arme Hammer ging kurz vor 13 Uhr zum Studio. Der Mord geschah gegen 14.30 Uhr, klar? Der Einzige, der zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr hier vorbeigegangen war, Powers selbst. Die Überwachungskamera hat ihn auf voll drauf. Falls er es nicht war, weiß ich nicht, wer sonst. Vielleicht waren sie es. Hahaha, der war nicht schlecht, Kleiner. Sie glaubt, ich hätte gescherzt. Oh, ich glaub's nicht. Nein, guckt euch die mal an. Die hat auch mehr als die Hälfte ihres Lebens hinter sich. Und mit diesen Worten sehen wir uns beim nächsten Part.